Da steht er, das Objekt der Begierde, der Niederrhein-Pokal. Finale in der Duisburger Schau-ins-Land-Reisen-Arena. Der SV Strahlen trifft auf den Wuppertaler SV. Beide Teams waren in ihren jeweiligen Halbfinals die großen Außenseiter. Die Wuppertaler Löwen mussten gegen die Zebras aus Duisburg ran und haben das gemacht, was Löwen halt mit Zebras so machen. 6-2 am Ende gegen den Drittligisten. Doch die vielleicht größere Überraschung. Strahlens Last-Minute-Ausgleich und der Sieg im Elfmeterschießen an der Hafenstraße gegen Rot-Weiß Essen. Doch der Außenseiter-Trend setzt sich im Finale zunächst nicht fort. Denn Thjorben Opoff mit einer ersten kleinen Chance für den Favoriten aus der Stadt mit der Schwebebahn. Aber auch Strahlen zu Spielbeginn mit so etwas wie einer ersten kleinen Torernährung. Abgesehen davon aber ganz viel WSV in der Partie. Wir achten auf den Laufweg von Moritz Römling, der leitet den Angriff nämlich selbst ein. Auch wenn das ein Zwischending zwischen Pass und Schuss war, deutlich klarer in der Definition ist dagegen dieser Versuch von Behan Ametov. Es geht Schlag auf Schlag in diesem Finale. Kaito Misuta tanzt mit dem WSV und hat dann den Wackler im Fuß, den er vorher in der Hüfte hatte. Misuta wechselt im Sommer zum FSV Mainz in die U23, will da in die Bundesliga. Und dafür muss er so einen aber machen. Minute 38. Königs geht im Strafraum zu Boden. Der WSV schreit Elfmeter und dann ganz laut Tor. 1-0 Wuppertaler SV, Semir Saric. Strahlen mit dem ersten Blick zu Königs und dann lässt Stevens den Fuß stehen. Sehr zum Dank von Semir Saric. Strahlens Antwort auf den Rückstand kommt in Form dieser Flanke. In der Mitte geht Kagatay Kader zu Boden nach Stoß von Salau. Zu wenig für Schiedsrichter Sven Waschitzki. Der pfeift stattdessen zur Pause. 1-0 der Halbzeitstand. Eine verdiente Führung für den WSV, der das aktivere Team war. Doch auch Strahlen mit Chancen und etwas Pech beim Rückstand. Und in Hälfte 2 zunächst dann ein altbekanntes Bild. Marco König, sonst einer, der die Tore selbst schießt. Hier mal mit einem schönen Pass in Richtung Kevin Hagemann. 2-0 WSV, keine 2 Minuten nach Wiederanpfiff. Königs in der Liga ohne Vorlage, dafür hier im Pokal jetzt umso wichtiger. Hagemann lässt Udekpe keine Chance. Und letzteren kann Strahlen jetzt ganz gut gebrauchen, während sie nochmal frische Beine reinbringen. Denn Udekpe ist studierter Sportpsychologe. Kann der Mannschaft vielleicht helfen, aus dem mentalen Loch rauszukommen, in dem man sich jetzt gerade wahrscheinlich befindet. Und tatsächlich nach dem 0-2 Strahlen aktiver. Misuta-Szene noch nicht vorbei, Temelik. Und der fliegt zurück nach Strahlen. Weniger als 25 Minuten noch zu gehen. Der SVS braucht ganz dringend was Zählbares. Stevens, die Flanke ist gut. Kagatay Kader, 1-2, Anschlusstreffer. Er hat schon gegen RWE genetzt und die Entstehung des Tores hier, die ist Weltklasse. Mit Lachebs Ballannahme am eigenen 16er sind es 7 Kontakte und 2 Pässe, bis es vorne klingelt. Neue Hoffnung für Strahlen, jetzt ist richtig Drama drin. Der SVS macht Druck, aber der WSV kontert. Semir Saric, immer noch Semir Saric und Robin Udekpe. Wir springen in die Nachspielzeit. Die letzte Chance der Partie, die letzte Chance für Strahlen, ist in die Verlängerung zu retten. Kevin Wegen und von Wegen Verlängerung, denn dann ist Schluss. Der Wuppertaler SV ist Niederrhein-Pokalsieger 2021. Glückwunsch an den WSV. Während bei den einen Ekstase herrscht, gibt es bei den anderen pure Enttäuschung. Strahlen hat speziell in Hälfte 2 alles reingehauen und Wuppertal bis zum Schluss zittern lassen. Aber das wird den hier Schnuppe sein. Zum ersten Mal seit der Saison 07-08 der WSV im DFB-Pokal. Und die Prämie von mindestens 130.000 Euro nimmt man an der Wupper auch gerne an. Party in Rot und Blau. Und Thjorben Opoff, der Kapitän, quasi der König der Löwen bei den Königen vom Niederrhein, kriegt den Pokal und sagt, ruhig Jungs, aber die wollen nur eins, nämlich hoch das Ding! Niederrhein-Pokalsieger 2021 ist der Wuppertaler SV.